Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wir haben den nächsten Bruder. Wie ist dein Name? Abdul Hadi. Abdul Hadi, mashallah. Sehr gut. Bruder, stell dich am besten mal vor, wie alt du bist, wie lange du schon Muslim bist. Also ich heiße Abdul Hadi, bin 23 Jahre. Jetzt offiziell Shahada, das ist mein dritter Ramadan. Und offizieller Übertritt war erster Tag des meinen ersten Ramadans, also müsste jetzt vor drei Jahren gewesen sein. Und davor habe ich mich schon zwar mit dem Islam befasst, aber das war halt meine offizielle Aussprache, wo ich gesagt habe, ich möchte es wirklich zum Islam übertreten. Subhanallah, was hattest du vor für eine Religion und warum bist du da sozusagen ausgetreten? Also ich war vorher Christ, katholisch. Ja. Und in Polen wird das ja auch, sind die schon ein bisschen streng katholisch. Also du kommst ja ursprünglich aus Polen. Also meine Familie, ich war auch schon dort, da wird das auch ein bisschen mehr praktiziert oder so, aus der Familie kann ich das auch. Ja, und bei mir war das so, dass ich einiges nahegebracht bekommen habe, als Kind zu beten, was ich auch gemacht habe, vom Bett gekniet und zu beten. Man hat mich getaufen lassen, zur Kommunion geschickt, Firmung. Und das tat auch alles ganz gut, aber so als die jugendliche Phase kam und dann ein bisschen abgelenkt war, war diese Religion eigentlich gleich null. Und ich war mir über die Existenz auch manchmal schon sehr im Zweifel und so und hatte darauf manchmal nicht die richtigen Antworten, weil man fragt immer weiter. Ja, und dann sind mir so 3-4 Backpfeifen im Leben passiert, die auch richtig gesessen haben. Ja. Und deswegen auch Abdul Hadi, also Diener des Rechtleitenden. Ja. Und ich war am Boden und wusste echt nicht mehr, wo lang. Und hatte die Bibel im Regal, weil ich habe mich durch eine Freundin vorm Islam, habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt, bin von anderen Sachen, habe mich von schlechteren Sachen ein bisschen distanziert. Ja. Habe so durch dieses bessere Gefühl oder Liebe in der Brust ein bisschen mehr wieder an Gott gedacht. Und durch diese Bekannte, die ich dann hatte, bin ich auch auf den Koran gekommen, die da meinte, wenn du die Bibel kaufst, kauf dir auch gleich den Koran mit. Ja, und als ich dann später diese 3-4 Backpfeifen kassiert habe, auch schon ein bisschen davor ist es passiert, habe ich mich intensiv damit befasst. Ich habe das Buch rausgenommen, habe gesagt, erstmal befasst du dich mit deiner Religion. Ja. Und dann kannst du gucken, was im Islam darüber gesagt wird, denn Isa war für mich die Brücke. Also als ich gehört habe, Isa, Frieden auf ihn, kommt im Koran vor, habe ich gesagt, darüber möchte ich mehr wissen. Mashallah. Ja. Und dann habe ich auch gelesen und anhand jedes Satzes, der im Koran vorkam, konnte ich keinen Zweifel dran hegen. Und dann als auch sich manche Meinungen verschieden sind in Bezug auf Isa und seine Geschichte und wie das abgelaufen war, konnte ich trotzdem nicht sagen, warte mal, das kenne ich, das ist falsch oder so. Nein, das Buch war so wahrhaftig, dass ich keinen Zweifel dran äußern konnte. Und es hat mich dazu umgeschwungen, dass ich gesagt, ich möchte Muslim werden. Ja. Also durch den Koran gelesen sozusagen, das war das, was dich überzeugt hat. Ja, Alhamdulillah. Aber vollends. Ja. Aber vollends. Alhamdulillah. Seht ihr, ihr müsst mal euren Bekannten Koran schenken. Ja, inshallah. Ja, ja, was würdest du jetzt noch den Muslimen erstmal mit auf den Weg geben, wie sie sich zu verhalten haben in Deutschland? Den Muslimen? Also ich würde einfach sagen, jeder soll sich auch selbst mit seiner Religion befassen, denn mein Freundeskreis war multikulturell und das Thema Islam war eigentlich nie großartig. Obwohl sie auch Muslime gewesen sind. Genau. So wie ich mich als Christ gemacht habe, und ein Christ hat sich auch anders zu verhalten als Jugendlicher, haben genauso meine muslimischen Kollegen missgemacht sozusagen. Ja. Und ich würde einfach mal sagen, jeder fragt sich das, woher komme ich her, dies und das. Und wie oft wird, sei es im Film oder woanders gezeigt, dass in Religion diese Fragen zu finden sind oder beziehungsweise die Antworten darauf. Einfach mal mit seiner Religion beschäftigen und ich denke mal, dann wird man sich auch anderes repräsentieren, anders geben, anders leben. Und was sagst du den Nicht-Muslimen? Den Nicht-Muslimen, die haben genau die gleichen Fragen. Und von mir aus können die auch anfangen, bei ihrer eigenen Religion zu suchen, sowas bei mir. Und ich habe auch mit anderen Religionen mich beschäftigt, Hinduismus, Buddhismus, alles mögliche. Und ich sag mal so, jeder von uns hat die Fitra, die natürliche Veranlagung. Und wenn jemand sucht, dann wird man die Antworten darauf finden und dann wird man, denke ich, auch erkennen, dass der Islam die wahre Religion ist. Allahu Akbar. Und ich habe so viele Leute gesehen, die diese Antwort gebracht haben, die sich mit, wie auch vorher der Bruder, Hinduismus, Buddhismus und den ganzen Religionen beschäftigt haben. Ich habe noch nie erlebt, dass einer, der sich objektiv mit allen Religionen beschäftigt hat, dass der nicht zum Islam gefunden ist. Wallahi. Also mit allen, mit denen ich mich da unterhalten habe, ich habe noch nie jemanden gesehen, der nicht dann zum Islam gekommen ist.